So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator. Folge, ich weiß gar nicht. 31? Müsste Folge 231 sein. 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, ja, genau. Ja, macht Sinn, genau. Warum rechne ich überhaupt jedes Mal nach? Ihr seht es doch im Titel. Könnt ihr nicht einfach mal lesen, ihr Spackos? Echt, meine Zuschauer sind alle so dumm. Na gut, ihr könnt jetzt den Meme bringen mit den stinkenden, miefenden. Was war das? Zuschauern? Powered by Annie the Duck? Aber ne. So. Da war mal. Wow. Alter. Demnächst links ab. Ach so, demnächst erst, dann geht's ja. Fangen wir mal gerade auf weiter. Fährst du mal? Meine Fresse braucht ja lange. Gut, dann fahren wir mal. So. Aber wobei, ganz ehrlich, solange wie es regnet, genießen wir mal die Regenatmosphäre. Ja. Da bringt da die ganze Kabine zu. Aber überall Spalt offen. Gut, man sieht es ja gar nicht. Ah ne, außer es ist ja komplett offen. Am Kreisverkehr so. Erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Let's go! Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh, da hat auch eine Brücke gebaut. Ob die beiden Projekte was miteinander zu tun haben? Bestimmt. Ja, sorry, ich kann ja auch nicht aus meiner Haut raus. Ja, die Straße sieht schon fertig aus. Na gut, okay, dann ist ja einfach. Schade. Habt ihr gedacht, vielleicht sieht man, dass die Straße hier weiterführt und dann hier ein Abzweig kommt, was die Straße sein könnte. Wobei, doch, das besteht sich gerade so ein bisschen. Zumindest ist hier unten auch eine Straße. Aber weiß. Let's go. Ich mag halt so Baustellen, ne? Finde ich super genial. Da merkt man so, wie die Sachen so... Ja, weiterentwickeln ist das blöd gesagt. Aber schon, wie sich Sachen, ne? Dass da Bewegung drin ist, ne? Das fühlt sich dann alles nicht so statisch an. Versteht ihr, wie ich meine? Bestimmt nicht. Nimm die Ausfahrt rechts. Mit 60 hier lang? Bist du für sich verarschen? 4,45.
Natürlich da hinten noch gleich Maut. Sehr geil. Kriege ich ja direkt wieder Gefühle hier. Lass mich doch vorbei, du Arsch! Kann ich auch hier lang? Bestimmt, ne? Hallo? Weißt du, wenn du... Ja. Egal. Regenwolken sieht anders aus, aber ist uns ja auch schon mal aufgefallen, dass die Wolken nicht unbedingt zum Wetter passen. Zumindest bei Regen. Weil bei dem Regen, der da runterkommt, da müsste über uns eine richtig graue Schicht sein. Genauso wie ich halt auch hoffe, dass irgendwann mal, ne, der Regen sieht so, wie er jetzt aussieht, immer aus. Egal wie schnell wir fahren. Ne, normalerweise müsste der, wenn man extrem schnell fährt, der Regen automatisch von vorne kommen. Außer der Regen geht auch sehr schräg, was aber. Also, ja, normalerweise, je schneller man fährt, desto stärker kommt der Regen halt von vorne. Weil halt, ne, der Regen sich ja nicht mit dem LKW mitbewegt. So. Hier im Spiel ist es aber so, dass der Regen sich quasi mitbewegt. Weil der Regen immer genau von aus der gleichen Richtung kommt, egal wie schnell du fährst. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und erklärt mich nicht jetzt für blöd. Ronny, die Richtung des Regens hat doch nichts mit der Geschwindigkeit des LKWs zu tun. Hätten hat bestimmt schon irgendjemand in die Kommentare geschrieben. Also, was ich meine. Wenn der Regen seitlich kommt, ja, 90 Grad von Seite und du stehst, dann kommt der Regen 90 Grad von der Seite. Wenn die Regengeschwindigkeit, die horizontale Geschwindigkeit, dabei ungefähr 30 km/h beträgt, und du stehst, dann geht der Regen also gerade von der Seite zu dir. Also, wie gesagt, 90 Grad. Wenn du selbst dich aber auch mit 30 km/h bewegst, dann kommt der Wind nicht mehr 30 Grad von der Seite, sondern von schräg hinten. Kommt also nicht mehr 90 Grad zu dir gedreht, sondern 45 Grad von hinten quasi. Und je schneller du fährst, desto... Quatsch, was laber ich? Von vorne. Ja, Moment. Kommt der Regen 45 Grad von vorne. Und je schneller du fährst, desto schneller wird halt, also desto stärker wird halt dieser Versatz nach vorne. Das heißt, wenn du dann halt mit 60 km/h fährst, hast du halt ein Teil, also eins und dann zwei Einheiten. Bitte links. Also der Regen kommt noch stärker von vorne und so weiter und so fort. Also klar, die Richtung des Regens, die absolute, ändert sich natürlich nicht. Aber die Richtung, in der du sie als LKW-Fahrer, also als bewegtes Objekt wahrnimmst, die ändert sich halt. Und das ist halt hier im Spiel aber nicht der Fall. So, Regen vorbei. Fenster zu. Und eine Musik. Natürlich bremst er jetzt. Och Leute. Was ein Opfer. Wer bremst schon für Autofahrer? Alter, ich glaube, es hackt gleich. Apfelkuchenschreibe. Du mit deinem scheiß Volvo. Was eine Täuschung für jeden Truckerfahrer.
Deine Mutter muss sich direkt nach deiner Geburt umgebracht haben. Autsch! Das gibt ja wieder eine... Was? Ja. Shitstorm? Ja doch, kann schon Shitstorm sagen. Ronny, darüber macht man keine Witze. Wie geht aber auch schräg runter. So, aus der Straße kommt niemand mehr raus. Blockiert. Ende, aus, Fito. Oh, guck mal, Regenschutz. Das ist hier eine witzige Konstruktion. Wow. Ich weiß nicht, ob ich dieser Formation trauen würde. Das sieht mir sehr instabil aus. Heilige Scheiße. Oh, was ist das für ein Gebäude? Sieht ja aus wie das Haus eines Bösewichts. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Guck mal, jede die Ausfahrt nicht gesperrt gewesen, obwohl du bei der Straße auch nicht langfahren kannst. Also irgendwie ist es auch nicht so ganz
Also nicht gleichmäßig halt. Mir fällt gerade nicht das Wort nicht ein. Nicht konsequent durchdacht. Ja, bei ein paar Folgen davor hatten wir extra, dass der Kreisverkehr gesperrt wurde, weil du ein paar Kreuzungen weiter dort eh nicht weiter konntest. Aber jetzt hier die Ausfahrt, die war frei, obwohl du da auch nicht weiterkommst. Also nicht sehr konsequent durchdacht. Ja. Das trifft ganz gut. Wow. Oh, schön hier. Oh, das ist doch ein kleiner Bach. Sehr cool. Nee, nee. Was ein Sonntagsfahrer, Alter. Da wäre ich am liebsten ausgestiegen und hätte ich mal seinen Kühlergrill gerade gezogen.
ist gerade so dunkel hier irgendwie. Wie kann es denn bei dem Sonnenschein, bei den Wolken dunkel werden hier gerade? Ist gerade so richtig wie, als wenn, ja, weiß nicht, bedeckter Himmel wäre. Richtig, ja. Duster. Naja, duster jetzt nicht, aber. Ihr wisst, was ich meine. Also, es ist keine pralle Sonne. Da unten will schon wieder jemand gefeuert werden. 4000 Euro Verluste. Ich glaube, ich trinke gleich mal meine Bierflasche aus. Ich zerdepper sie. Und hau ihr denn den angespitzten was auch immer das heißt, über den Kopf. Ja, Ausfahrt ist noch frei. So, da, siehst du, das ist hell. Das ist hell. Easy. Ja, das ist doch eine angenehme Helligkeit. So muss es sein. Nimm diese Ausfahrt. Immer geradeaus.
Wow, sieht aber auch schön aus. Cool. Digga, hier mit der Allee? Holy Wackamoli. Richtig schöner Kreisverkehr und alles hier. Wow. So, hier auf dem Wegstall. Warum muss ich weiter Auto davor? Nein, ich muss jetzt weiter vorfahren. Oh, Mülltrennung. Ich dachte, sowas gibt es in Deutschland. Na gut. Dann machen wir es so. Das Auto hat mich einfach gestört. Ah, so ist doch. Gut, das ist der Baumschatten im Weg. Wobei, das kann man ändern. Wie war das? Valett-Taste, ne? Ja gut. Ja, so kann man machen. Mal gucken, ob ich damit einen Heller bekomme. Ja. Na. So ist gut. Ja, so ist gut. Perfekt. Geil. Bumm. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Guck mal, meine WhatsApp-Gruppe. So, Kamerafahrt machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß sowieso noch nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Weil, ja, die Tour ist damit erstmal zu Ende. Hä? Warum kann ich meinen Hund nicht zurücksetzen? Ach, hat er gerade gemacht. Ja, gut. Gut. Dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge. Da war wieder jemand komische Geräusche. Bis dann.